Wir sind mittlerweile im April angekommen. Es ist der 7. April, es ist Donnerstag und bei Spin und Speed hier habe ich es mir in Weilburg wieder gemütlich gemacht für 30 Minuten Talk. Und heute dreht sich alles um das Thema Flock und Druck. Und der Michael ist schon hier im Chat drin. Hallo und guten Abend, Michael Schildewald. Hi, ich grüße Ja, dich. hi, hi, Simu. Auf welchem Parkplatz in der Schweiz bist du? Ja, ist spektakulär. Ich weiß gar nicht, zwischen welchen zwei Käffern ich jetzt gelandet bin. Aber ich muss leider ungeplant nochmal von Basel nach Zürich zurück, weil ich als Amateur, ich reise ja so wenig, habe ich mein Portemonnaie vergessen. Also ich hätte meine Hotelrechnung heute nicht zahlen können. Du. Okay. Ja, du bist wieder unterwegs, ne? Also es war ja lange, lange Zeit ging gar nichts, aber das ist halt live, ne? Und Spin und Speed ist immer live, wir sind immer verrückt, immer für was gut. Und deswegen danke ich dir erstmal, dass du jetzt kurz vor dem Hotel irgendwo an so einen Parkplatz rangefahren bist und wir hier eine halbe Stunde ein bisschen quatschen können. Ja, ich freue mich auch riesig. Aber die Frage, die du gestellt hast, ja, ist verrückt. Waren jetzt 2 Jahre runtergebremst. Ich bin also in der Spitze 50, 60% unterwegs. Was natürlich aus familiärer Sicht ambitioniert ist. War jetzt in der Corona-Pandemie nonstop zu Hause und seit 3 Wochen ist es wie verrückt. Also, ich war außer am Wochenende gar nicht zu Hause. Ja, was sagen. Bevor wir gleich über deine Tätigkeiten bei Polytape sprechen und alles, was mit Druck und Flock zu tun hat, du hast ja auch eine Tischtennis-Vergangenheit. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Ja, es war halt lange Zeit größter Teil meines Lebens, neben dem privaten, also als Trainer wie auch als Spieler. Ich habe es ja immer, sag mal, wie sage ich immer, talentfrei bis zur Regionalliga geschafft bei uns im Rheinland. Aber am meisten habe ich natürlich die Arbeit mit den jungen Kindern genossen, sowohl für den Tischtennisverband Rheinland, wo ich sehr lange auch mit dem Stefan Zimmermann zusammen aktiv war. Kenne ich. Ja, wie auch im Vereinssport, da sind natürlich so Erlebnisse, wenn du weißt, wie Jugend trainiert für Olympia, sage ich, so ein bisschen funktioniert. Da hast du als Landesmannschaft, wenn du nicht Kaderspieler hast, eigentlich keine Chance. Aber ich habe es mit dem TuS Aweiler damals, mit Raphael Koll, Nico Aul und den ganzen Spezialisten bis ins Bundesfinale geschafft, trotz Hessen. Und das sehe ich ja dann im Tischtennis so als Adelstitel an. Ja, also Tischtennis war und ist mir eine Herzenssache. Deswegen sitzen wir heute, glaube ich, auch so ein bisschen zusammen, ne? Ja, genau. Da kam auch schon die erste Frage vom Raphael rein. Gibt es denn mal wieder, gibt's denn mal wieder ein Comeback bei eurem Traumdoppel? Ja, ein gewichtiges Doppel. Also, wir sind gerade am Wettstreiten, wer schwerer ist. Also, ich habe so ungefähr 120 Kilo. Der Raphael hat nachgelegt, der hat sich nicht lumpen lassen. Der hängt, glaube ich, auch so. Ja, auf jeden Fall. Und wenn am liebsten vielleicht bei euch auf dem schönen Turnier war. Aber dieses Jahr ist noch der Trainingsrückstand zu groß. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal in meinem Leben Tischtennis spielen. Auf jeden Fall. Also, ich habe auch allein heute hier diese Aktion heute. Hat so viele Leute aus dem Ohr hinterm Ofen vorgelockt. Also meine liebe Kollegin Nicole Horst, die hat gefragt, also ich werde in der Region auch mal zu ihrem lieben Mann fahren, Alida Lützingen, und da mal eine Trainerstunde geben und mit den Jungs spielen. Natürlich, klar. Sehr gut, sehr gut. Aber als Kaltstart, ne? Ich habe wirklich 2, 3 Jahre keinen Schläger in der Hand gehabt. Okay. Und dann hast du gesagt, okay, Regionalliga Tischtennis ist eine schöne Sache, damit kann ich aber kein Geld verdienen. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich bin ja schon während meiner Tischtennis, Zeit, dann über den Sven Möhren, der auch ein Tischtennisspieler ist, der war damals 14, 15 Jahre alt und der hatte damals den Intellekt, wie mein Vater verstorben ist, zu registrieren, dass ich nicht so happy war, Lehrer zu werden. Und er hat mich dann im Jahre 2000, 2001 zu Polytape gelockt. Und so bin ich dann in die Welt der Flock- und Flexfolien eingetaucht. Und hätte natürlich, bin ich ehrlich, am Anfang nie gedacht, dass das jetzt mein Leben wird und dass ich dann 20 Jahre, über 20 Jahre dabei bin. Weil natürlich, wenn du bei Null anfängst, ist es schwierig. Aber ich bin dann über den Sport und über den Sven Möhren dann halt zu Polytape gekommen, ja. Was ist Polytape? Kannst du das mal kurz zusammenfassen, wo du da arbeitest? Also, es ist ja jetzt keine kleine Firma, ne? Nein, es ist mittlerweile, also die Polytape-Klebefolien GmbH in Remagen gibt es seit 1993. Wir haben angefangen mit Application-Tapes, die du kennst, für diese Werbeschriften auf PVC zu übertragen. Flocken Flex ist unser zweites großes Standbein. Und das dritte sind diese sogenannten LFP-Medien. Die kennst du im großen Druck, wenn du Werbung im Indoor- und Outdoor-Bereich machst. Das sind so die drei Sachen. Und Polytape mittlerweile groß geworden. Wir haben also auch eine Hold.
gehört dann noch ein Unternehmen wie Aslan dazu, da gehört Polytep Italien dazu, Polytep USA, die Firma CFP, also Chemiker in Italien noch. Wir sind mittlerweile echt eine große Nummer und haben einige hundert Mitarbeiter weltweit. Und ich darf einer davon sein in der Klebefolien GmbH in Remagen, ja. Ihr seid auch Sponsor beim 1. FC Köln, ne? Wenn man mal sich irgendwie so ein Fußballspiel mit anguckt, da sieht man auch Polytape, das meine ich damit. Ja, das ist richtig. Ja, du hast dich auch echt gut vorbereitet. Also wir haben den großen Glück, wir sind Sponsor. Wir haben eine Loge auch beim 1. FC Köln. Ich sehe gerade auch der Roger Kaspar, mein Freund aus der Schweiz, der ist Nationalmannschaftswart der Schweizer Nationalmannschaft. Ja, also auch da Fußball, 1. FC Köln, Polytep, das passt zusammen. Ne? Die Okay. Verbindung, die Qualität muss stimmen. Die Qualität muss stimmen, genau. Da sagst du was. Jetzt bist du ja schon wirklich über 20 Jahre dabei. Was hat sich denn da alles so geändert, bevor wir gleich in die Feinheiten mal reingehen? Also wo würdest du sagen, sind so die großen Unterschiede von deiner Zeit, wo du angefangen hast, bis jetzt? Wie hat sich der Markt da entwickelt? In der Tat kommen immer wieder neue Verfahren, immer neue Verfahren dazu. Es gab neben jetzt, wenn du verschiedene Verfahren hast, sowas gab es schon immer. Flocflex gibt es auch schon einige Jahre. Neue Verfahren wie Direct to Film heißt Direct to Garment, ist die eine Sache. Also der Wettbewerb wird immer größer, aber wenn du jetzt über unsere Folien sprichst, die größte Veränderung war, weil die Textilien ja immer hitzeempfindlicher werden, haben wir Klebstoffe entwickelt, die mit weniger Zeit, weniger Temperatur veredeln können. Dementsprechend hast du weniger Plattenabdruck und diese Farbmigration. Also ich weiß, hoffentlich warst du nie in der Lage, das zu sehen, aber manchmal kommt ja die Farbe des Textils durch deine Veredelungsfolie und das kannst du bekämpfen. Das ist immer Teil meiner täglichen Beratung. Auch die letzten Tage muss ich das immer wieder runterbeten, weil es auch für Profis immer wieder noch ein neues Phänomen ist. Also weniger Zeit, weniger Temperatur als Veredelungsmöglichkeit ist so die bahnbrechendste Veränderung der letzten 20 Jahre gewesen, ja. Jetzt sind wir ja fast wahrscheinlich sogar ein Jahrgang irgendwie zu unserer Zeit, und ich kenne auch noch Leute von heute, die reden immer noch vom Flock. Ja. Vielleicht kannst du mal so den Unterschied zwischen dem klassischen Flock, ich weiß gar nicht, gibt es den überhaupt noch, und dem, ich nenne das jetzt mal dem Druck mit euren Folien. Wo ist denn da so der gravierende Unterschied? Also Flock gibt es natürlich in der Tat immer noch. Also wenn du auch manchmal Leute hast, die vielleicht bei euch in den Laden reinkommen, in der Terminologie sagen die, hast du wirklich, ich möchte mein T-Shirt beflocken, meinen aber Flex oder was anderes. Also das ist im Sprachschatz immer noch drin. Es gibt auch verschiedene Flock-Möglichkeiten. Also du kannst das mit dem Siebdruck machen, wovon wir ja reden. Das ist sogenannte CAD/CAM-Sache, wo du mit einem Plotter arbeitest. Aber ich würde sagen, in Deutschland ist das maximal 10 bis 15% des Umsatzes noch. Das andere, was wir haben, also Flock ist diese faserige Geschichte. Die Leute sagen das Edle, dass das flauschig ist. Das ist das Besondere an Flock. Man kennt das früher von jedem Dorfverein, der hatte auf den Fußballtrikots immer einen Flock drauf. Jetzt ist das Ganze die letzten 20 Jahre gekippt. Das ist auch wieder Teil der heutigen Geschichte gewesen. Warum? Flock ist ja nicht minderwertiger geworden. Ist ja immer noch toll. Ist natürlich ein Ticken teurer. Und die Flexfolien sind qualitativ die letzten 20 Jahre so viel besser geworden. Es ist zwar immer noch ein Kunststoff, aber der Kunststoff ist viel geschmeidiger, der ist viel hitzebeständiger. Du hast viel dünnere Folien als früher. Also deswegen ist die Tendenz, logischerweise finde ich, weil es auch einfacher zu verarbeiten ist, Richtung Flex gegangen. Aber wenn du einen Flock-Liebhaber hast, da kann selbst ich mit meinem Talent reden und reden und überzeugen, der mag dann halt einen Flock, weil dieses Haptische ist komplett anders als von der Flexfolie, ja, definitiv, ja. Ich frage mich halt immer, wenn große Fußballvereine, die früher immer diesen klassischen Flock hatten, dieses, was so edel aussieht, die sind ja nun auch umgeswitcht auf die Folien. Dieser Flock, was so aussieht wie Puderzucker, der drüber gestreut wird auf den Kleber, der wäscht sich ja auch relativ schnell raus. Also irgendwann ist ja von dieser ganzen schönen Geschichte, wie wenn das Trikot neu ist, ist ja nicht mehr viel übrig dann geblieben, ne? Ja, aber das muss man einfach sagen, das sind dann wirklich Qualitäten, die nicht eurem oder unserem Standard entsprechen. Eine gute Flockfolie oder eine gute Flexfolie, die halten schon ein Textilleben. Also ich sage immer auch heute, das hört sich immer so lustig an und man denkt immer, das ist der Flock und Flex-Heini, aber du wäschst eher ein Textil kaputt, Nee, als warte, das. ich stopp, Michael, stopp. Ich meine diesen klassischen Flock, nicht die Folien. Der klassische Flock, der so ein bisschen edler, so wie so 3D war, wusch sich ja doch relativ schnell raus dann, ne? Ja, aber das darf halt nicht sein, Sebo. Das ist das, Okay. was ich sage. Ich spreche auch immer gern für Wettbewerbsprodukte, auch wenn das mit dem Siebdruck gemacht wurde.
Wenn das edel und gut gemacht ist, muss das ein Textilleben aushalten. Ob das jetzt in Siebdruck war oder auch von unseren Wettbewerbern, da bin ich immer fair, das sollte schon halten. Also das ist mit Sicherheit dann vielleicht wirklich ganz früher schlechteres Verfahren gewesen. Oder es gibt ja auch immer Verfahrensfehler. Also wenn dir einer sagt, der macht niemand Fehler in der Produktion, es sollte schon ein langlebiges Produkt sein, ne? Und dann hast du recht. Also wahrscheinlich ist es so, dass das T-Shirt oder das Trikot oder der Trainingsanzug eher kaputt geht, wie das, was da drauf gedruckt, geflockt, veredelt wurde, ne? Ja, das sollte, also das muss unser Anspruch auf jeden Fall als Hersteller von solchen Materialien sein, dass das ein T-Shirt-Leben aushält oder länger, ja, das ist so, ja. Also vielleicht spaßeshalber hält das nachher vielleicht sogar das T-Shirt zusammen, ne? Okay, also wenn du ein paar Kilo zunimmst, dann hast du auch mehr Flock nachher auf jeden Fall, das mitwächst. Wenn du das ansprichst, ne, also gerade Leute, die so ein bisschen beleibter sind, auch da gibt es Spezialfolien, die nennen sich dann Stretch oder Elastikat beim Wettbewerb. Die sind dann in der Tat dehnbarer als eine normale Folie. Auch das gibt es was. Aber vielleicht sollte ich es auch mal wieder ein bisschen nehmen, dass es mich ein bisschen in Form bringt. Kann man auch Okay. mal. Wenn ich jetzt so ein Trikot vom Verein habe, und da hinten ist der Vereinsname schön drauf, ein ganz einfaches Funktions-T-Shirt, Vereinsname hinten drauf gedruckt. Wie pflege ich sowas am besten, Micha? Ja, also wenn du bei der Pflege, also du hast ja auf der einen Seite immer die zwei Komponenten Textil und deine Veredelungsfolie. Das Textil wird dir beantwortet, was du in deinem Etikett stehen kannst. Das ist immer wichtig, dass man das auch liest, jetzt nicht nur wegen der Waschanleitung, sondern auch für die Veredelung. Du hast unterschiedliche Chemie, du hast Baumwolle, du hast Baumwollmischgewebe. Da musst du aufpassen, welche Folie da drauf hast, aber wenn du Folie drauf hast, dann hast du ein Waschstandard in Deutschland jetzt gerade oder in Europa generell 60 Grad sollte die normale Folie schon aushalten. Das ist dieser Standard. Und dann gibt es dann immer so Sachen, so Irrglauben. Also Weichspüler würden jede Folie zum Ablösen bringen. Also das verfolgt mich auch schon mein Leben. Ich sage mal, wenn eine Folie richtig veredelt ist, hält die auch den guten alten Weichspüler aus. Also ich kann dir sagen, wir waschen seit 21 Jahren in der Weltfirma jeden gottverdammten Tag auch mit Weichspüler die Sachen, ja. Auf links drehen, das Trikot. Ja, das ist nie ein Fehler. Das ist der gute alte Hausfrauentrick oder hat die Mutti schon so gemacht. Mache auch ich übrigens dann, wenn ich mal selber wasche. Das hält natürlich das Ganze noch besser. Würde ich empfehlen, ist aber kein Muss, aber auf jeden Fall besser, ja, definitiv. Klassiker. Klasse, genau. Bügeln, wie bügele ich sowas? Muss ich sowas überhaupt bügeln? Also Ja. das T-Shirt wahrscheinlich schon, ne? Ja, eben, ich wollte gerade sagen, also wenn du natürlich so ein total entspanntes T-Shirt hast, was dich selber pflegt, aber meistens sind das schon besondere Qualitäten. Ja, du kannst bügeln. Auch da wieder Inside Out oder was ich verweise als alte Hausfrau des Jahres, du kannst auch ein Küchenhandtuch drüber legen. Das A und O ist, dass du dein Bügeleisen beherrschst. Du kannst ein Bügeleisen sehr heiß stellen, Leineneinstellung, kriegst du natürlich alles kaputt. Dann hast du deinen Druck überall hängen, der verschmilzt nämlich. Wenn du allerdings Temperatur so einstellst, zum Beispiel bei Baumwolleinstellung bis ungefähr 150, 160 Grad, könntest du rein theoretisch sogar auf deinen Flock und deinen Flex direkt drauf gehen. Passiert nichts. Aber da die Leute Angst haben, nimm es lieber als Schutz Innenseite außen oder ein Küchenhandtuch. Aber wenn ihr die Temperatur beherrscht, könnt ihr auch sogar direkt drauf bügeln, ja? Also kann nichts passieren dann quasi, wenn Nein, man. also wenn du zum Beispiel, ihr habt ja, glaube ich, eine Presse bei Spin und Speed auch stehen. Wenn du dann direkt auf diese Polyurethanfolien oder auf deinen Flock gehst, da passiert erstmal nichts. Also du kannst auch ein Butterbrotpapier, Backofenpapier drüberlegen, wenn du ein bisschen unsicher bist beim Bügeln. Aber das hält bis zu einer gewissen Temperatur aus. Wie gesagt, deinen Einstellungen, 200 Grad plus, kriegst du jedes T-Shirt kaputt, natürlich. Wahrscheinlich, Also klar. die Belastungshöhe der in Temperatur spielt die Rolle, ne? Okay, aber nochmal ganz wichtig, weil die Frage war ja nämlich auch, du hast sie schon beantwortet, Weichspüler ist kein Druck- und Flockkiller. Nein, das ist immer, das hält sich bewusst in der Branche, warum auch immer, aber das ist auch im Tagesgespräch immer ein Thema. Wenn das Produkt richtig tief verankert ist, kann es mal minimale Ablösung am Rand geben, aber da musst du schon endlos lang gewaschen haben. Das hält Weichspüler aus, ja. Also wir hauen es jeden Tag rein und ja, passt. Funktioniert. Ja, weil die meisten T-Shirts heutzutage wäscht ja sowieso nur noch bei. Die sind ja nicht dreckig, die sind ja maximal verschwitzt nach dem Sport. Also was machst du? 30, 40 Grad wahrscheinlich auf links.
Ja. Damit es dann gut riecht, ein bisschen Weichspülereien, alles safe. Ja, also wie gesagt, ich kann ja das seit Jahren nicht anders bestätigen. Die Folien halten das aus. Ich weiß aber auch, dass klassische Fachhändler da immer Mauern, Beipackzettel reinhauen, nur Innenseite, außen, keine Weichspüler. Diese Irrglauben halten sich mal. Wie gesagt, das ist Teil unserer täglichen Qualitätskontrolle und das halten die Folien auch aus. Ja. Und wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber dann ist auch Schiedigul, welches Waschmittel du da reinschmeißt, wahrscheinlich. Ja, wir haben natürlich immer standardisierte, aber ich sag mal, der europäische Marktstandard ist ja relativ gleich. Ich weiß in der Tat, aber da müsste ich jetzt wirklich mich nochmal in die Fach einlesen. Es gibt so Mega-Pearls, die dann bei manchen Materialien wirklich ein bisschen zu aggressiv sind, aber das Durchschnittswaschmittel oder der Weichspüler macht dem Material nichts aus. Okay. Der Flock, falls er mal ja, richtig schmutzig wird oder verfärben kann er ja nicht. Gibt es irgendwie eine, ich habe hier eine Frage reingekriegt, welche Möglichkeiten habe ich, den Flock sauber zu halten? Ja, aber er wird ja gar nicht Ja. schmutzig, oder? Ja und nein. Also es gibt zwei Okay. Möglichkeiten. Also es gibt in der Branche immer, gerade wenn du auf Polyestergewebe gehst, die werden ja eingefärbt mit Sublimation. Also es ist eine Einfärbungsweise. Du hast manchmal Trikots, die sind auf der Innenseite weiß, da ist nur die Außenseite eingefärbt oder beide Seiten, dann ist das in der Flüssigkeit gemacht. Das sind zwei verschiedene Verfahren. Durch die thermische Aktivierung können Farbteilchen durchs Material wandern. Das ist bei Flock weniger, weil einfach der Flock 5 cm so dick ist. Also wäre so ein Supli-Blocker auch für Flock sinnvoll manchmal, aber das ist wie gesagt runtergetroffen. Was jetzt eine wirkliche Verfärbung angeht, du musst dir vorstellen, diese Fasern, die da hochstehen, wenn Hersteller Weichmacher nehmen, jetzt nicht Weichspüler, Weichmacher, Ich mache die ja. wandern oft an die Oberfläche der Fasern. Und wenn du in der Waschlauge sehr viel Fa Fasern hast, das ist wie so ein Fusselfang, dann hast du Ja. schmutzige Fusseln obendrauf. Also gerade bei Weiß hast du manchmal so, ja, sieht das schmuddelig aus. Und dann, wenn das die Frage ist, was kannst du da machen, dann nimmst du ein Klebeband, ein gutes altes Klebeband oder so, ja, Packband und kannst die Fasern abziehen, also die Schmutzpartikel. So würde ich dann meinen Flock wieder ein bisschen sauberer machen. Okay. Aber bei so einer Folie, so wie hier, da hast du das doch eigentlich nicht so, oder? Was mit dem Verfärben? Also auf Ja. einer Folie setzt sich weniger drauf, wenn es um die Verschmutzung geht, da hast du recht. Ja. Was die Farbmigration angeht, immer nur bei Polyester aufbauen. Beim normalen Baumwollshirt hast du die Probleme nicht. Ne? Also da musst du immer bei hitzeempfindlichen oder sublimierten Shirts da immer aufpassen, was man draufhaut. Ne? Ja. Jetzt sind wir ja beide immer noch so im Tischtennis verankert. Würde dir jetzt spontan überhaupt irgendein Teil einfallen, was man heutzutage nicht mehr bedrucken kann? Nee. Also du kannst Nein. Taschen bedrucken. Ja, absolut. Also entscheidend ist immer der Untergrund, egal ob das ist, du kannst ein Trikot machen, du kannst Werbung auf die Hose machen, natürlich. Selbst Schuhe, ne? Also Adidas zum Beispiel kommt ja klassisch aus dem Schuhbereich. So ein Lionel Messi als vielleicht bekanntester Adidas-Spieler, der hat dann immer den Namen vom Hund oder der Familie drauf. Auch das ist dann, sage ich ganz stolz, eine Flexfolie aus dem Hause Polytape. Gut, Unterhosen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Strümpfe könnte ich mir ein bisschen schwierig vorstellen, aber da werden die, also sind die Möglichkeiten sehr, sehr breit aufgestellt. Also du kannst sehr, sehr viele Sachen veredeln. Du musst halt nur wissen, welche Chemie ist es, wie ist es eingefärbt und was hält es an Temperatur aus. Das sind immer diese kleinen Schlüsselfragen, die du dir jedes Mal von jedem Hersteller zu jedem Hersteller neu beantworten musst. Weil es gibt, auch wenn du immer wieder denselben Hersteller hast, dieselbe Marke, die sind von der Qualität nie immer 100% gleich. Also immer so ein bisschen mit den Materialien denken, sage ich immer. Man muss sich da ein bisschen auf die einzelnen Chargen auch einstellen lassen. Ne? Aber wenn ich jetzt als Vereinsfunktionär oder als Abteilungsleiter oder auch als Spieler, ich sage jetzt mal, zu einem Gönner oder einem Sponsor gehe, dem kann ich ja quasi wirklich alles verkaufen, ne? An Fläche erstmal. Nein, absolut. Also alles, du weißt ja selber als alter Tischtennisspieler, die Flächen, die erlaubt sind, können wir maximal vollhauen. Ja, und natürlich, der Bogen ist ja, du kannst ja tolle Qualitäten mittlerweile anbieten. Ne? Also du hast, wenn du schon beim Tischtennis ist es ja schwer, tolle Sponsoren zu kriegen, sollte zumindest eine tolle Veredelungsfolie oder eine tolle Veredelungsmöglichkeit sein. Aber ja, die Flächen, die erlaubt sind, kannst du nutzen, definitiv, ja. Die Frage, die reinkam, aus deiner Sicht, wenn ich einen Werbepartner, einen Sponsor habe, vorne auf die Brust oder hinten auf dem Rücken?
Also ich würde es ganz einfach spontan wie immer, ich würde auf die Brust, weil das Herz schlägt natürlich immer für den Sponsor und für den Verein, würde ich die Brust nehmen. Aber vielleicht die größere Fläche, die erlaubt ist, natürlich der Rücken. Ne? Also da würde ich natürlich dem Sponsor überlassen. Du hast für beides Argumente. Ne? Also, aber das Tisch ist mittlerweile ja ganz gut geworden. Wenn ich richtig geguckt habe, sind sogar die Netze manchmal ganz gut vermarktet. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Kommt nämlich auch noch gleich eine Frage. Komm, können wir vorziehen, weil du die Netze gerade angesprochen hast. Hast du eine Ahnung, wie sowas gemacht wird? Also ich weiß jetzt nicht, wie es gemacht wird, aber in der Tat kannst du, wenn die Netze das aushalten, entweder mit einem klassischen Flock Flexes vielleicht machen oder es gibt ja auch selbstklebende Produkte, die mit einem Haftkleber gemacht werden. Also ich müsste mir angucken, ich weiß es definitiv nicht. Mhm. Aber als großer Tischtennis-Fan freue ich mich natürlich auch, wenn das als Werbefläche genutzt wird, weil ich weiß, und da will ich gerne Sponsoren ansprechen, nutzt die Chance, diesen tollen Sport zu unterstützen. Natürlich. Ja. Das nächste große Thema, weil wir schon dabei waren, sind Umrandungen oder Banden. Kommt ja auch immer die Frage, so eine einzelne Bande. Ja. Schon teuer, ne? Die zu bedrucken. Ja, denke ich schon. Also gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es ja auch immer gelernt, auch beim TuS Ahrweiler, wie der Wopo noch aktiv war da. Das ist eine tolle Fläche, aber du kannst das klassisch schon fertig bedruckt kaufen. Du kannst es auch individuell nachträglich noch mit einer Selbstklebefolie machen, wenn da keine Weichmacher drin sind. Aber ja, ich glaube, billig ist das, glaube ich, nicht. Ne? Also, aber auch eine schöne Möglichkeit, sich zu präsentieren, definitiv. Ja. Aber auch da wieder, es würde theoretisch machbar sein. Ja, ich würde es jetzt in der Tat so gerne nicht Flexfolien veredeln, nicht mit Flexfolien machen. Also du hast verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du jetzt, je nachdem, aus welchem Material, es gibt ja Stoff, ja. Also wenn Stoff ist, kannst du sogar mit Flock und Flex machen. Wenn es aber ein PVC ist, was sehr hitzeempfindlich ist, dann würde ich vielleicht klassisch gehen, du kannst mit einem Schablonenpapier oder mit einer Schablonenfolie das Ganze machen oder halt mit einer Selbstklebefolie. Also du hast verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Ja. Weißt du denn, wie die klassisch gemacht werden, diese Banden, wenn du sie von Yola, Donic, Deeper, Butterfly, wie auch immer, wenn du sie kaufst, wenn die da ihren Werbedruck schon drauf haben? Hast du eine Ahnung, wie sowas gemacht wird? Also ich vermute, dass es wirklich mit dem Siebdruck gemacht wird. Also ein klassisches Verfahren, was drauf und den Sieb machen. Wenn man gerade immer wieder denselben Sponsor hat oder denselben Firmennamen, dann ist das auch immer noch das tiefste und billigste und auch haltbarste Verfahren. Wissen tue ich es nicht, aber ich würde schon vermuten, dass es in die Richtung Sieb geht. Ja. Aber es muss ja eine Riesenmaschine sein. Ich meine, so eine Bande ist 2,33 lang, knapp 70 hoch. Das kriegst du das in einem Gang da drauf? Musst du da mehrere Gänge machen? Ja, also ich glaube in der Tat, dass es Möglichkeiten gibt, das in einem zu machen. Also es gibt ja in diesem Veredelungs- oder Werbe, in der Werbetechnik, nennen wir es mal Werbetechnik, so viele Unternehmen, die von wirklich minimal kleinen Sachen bis zu brutal großen ausgerüstet sind. Du hast mich in der Tat kurz in Stocken gebracht, dieser klassische Siebdruck. Es gibt ja so Karussell, die nur für Textilien sind. Aber es gibt doch, glaube ich, meterlange Bahnen, da kannst du auch große Siebe machen, weil auch jetzt gerade ja im Auto, selbst im Auto, diese Tachometer werden mit Siebdrucksachen gemacht und die werden ganz groß, die werden belichtet im Bereich mehrere Meter. Also ich glaube schon, dass das in einem gemacht werden kann, ja. Mhm. Auch die Trocknungsöfen, die du brauchst, sind auch dafür. Du brauchst einen Ofen für, die müssen nachher ausgetrocknet werden, ne? Wenn es im Siebdruck gemacht wird, brauchst du immer die Trocknungseifen, definitiv, ja. Das aber heißt, wenn... Ja, erzähl. Nein, ich sage, wenn du, wie gesagt, du hast ja auch andere Möglichkeiten, abhängig von der Struktur. Also wir zwei können wir mal irgendein Live machen, beschriften wir zwei eine Blanco-Bande live. Ich bringe die Plotterfolie mit und wir kleben es auf hier. Da können wir uns mal richtig blamieren, du. Da wollte ich gerade sagen, also bei meinem Augenmaß gerade werden wird das nicht. Ja, aber ich sehe gerade, unser bester Fußballer in Ahrweiler, der Almir Porcher, guckt auch mit. Der hat Maler, glaube ich, gelernt. Der hat das Auge für gerade, dann nehmen wir den mit und dann können wir das auch machen. Also ich bin natürlich auch kein Handwerker. Ne? Ich habe zwei linke Hände. Und wenn alles Daumen. Wenn ich was könnte, müsste ich nicht arbeiten. Ja. Komisch, das sagen wir hier auch immer. Ja. Wir hätten was Vernünftiges machen müssen, mal einen Töpferkurs oder so. Aber so sind wir beim Tisch. Ja, aber du sagst ja Töpferkurs. Ich habe ja heute Abend dann, betreue ich nachher, gucke ich die Plotter-Expedition, die wir als Unternehmen auch machen. Das bedient den Bastelmarkt. Der ist super kreativ, also da haben wir bestimmt den einen oder anderen, der töpfern kann, der basteln kann, der häkeln kann. Also die können alles. Heute Abend ist zum Beispiel die Sibylle Zapf dabei. Weißt du, was Klöppeln ist?
Ich habe mal was gehört davon, ja, Die aber kann auch klöppeln. Also ich kenne es nur von meiner Mama. Also da gibt es eine Vielfalt an Verfahren, aber das geht jetzt zu weit für das geht zu unser weit. Gut. Nee, nee, da wollen wir auch gar nicht hin. Nee. Mehrfarbiger Druck. Ja. Kannst du kurz erklären, wie so ein Verfahren laufen könnte? Also weiß, klassisch, mit dem Vereinsnamen oder so wie wir hier mit Spin und Speed, das kennt jeder. Ja. Aber wenn wir jetzt das Spin schwarz haben wollen, das und weiß und das Speed orange, wie kann sowas aussehen? Was müsste gemacht werden? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst wirklich mit Einzelfolien, dann musst du dreimal verpressen, also dreimal schneiden und dann das, hast du eben schon gesagt, das so positionieren, dass das auch immer gleich aussieht. Man könnte das zum Beispiel manchmal so eine Masterfolie, wo ich die drei verschiedenen Farben dann rein positioniere. Das könntest du machen. Oder es gibt ja auch bedruckbare Flexfolien. Das wäre dann einfacher. Dann druckst du dir die Flächen in den Farben, die du haben willst. Oben weiß, dann schwarz und unten orange oder was auch immer. Und dann hättest du das mit einer Folie gemacht. Aber jede Einzelfarbe ist natürlich brillanter als ein Druck. Du musst das dann immer abwägen. Wenn du natürlich auch keinen Drucker hast, musst du mit Einzelfarben arbeiten. Aber dann, wie gesagt, musst du dreimal plotten, das so positionieren und dann kannst du es dreimal hintereinander oder in einem transferieren. Also so kann man es machen. Aber das, ja, ist also bis drei Farben noch machbar, aber es gibt auch Sachen, die dann, wenn ein Sponsor ist und hat ein richtig farbiges Logo, das sind ja 20 Farben manchmal, Ja. da wirst du ja verrückt dann. Also da musst du dann wirklich mit so einer Druckfolie eher arbeiten. Ne? Ich glaube, das TTC-Zugbrücke-Grenzau-Logo mit einem Farben zu machen, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ist denn in diesen Folien ganz, ganz früher waren ja auch noch, glaube ich, Lösungsmittel in der Tat drin, also nicht nur im Tischtenniskleber, sondern auch in den Folien. Wie ist das heute? Ja, super. Also Sebo, du könntest bei mir anfangen. So gut mache ich es nicht um mich rum. Das war so in der Tat, diese Lösemittel, die werden immer mehr oder Weichmacher werden immer mehr verboten oder die Produkte werden immer gesünder. Du hast ja heute, las ich auch, wir haben Ökotex-Label mit der stärksten Klasse, also selbst für Babys geeignet. Die Produkte werden also im Veredelungszustand immer unbedenklicher, vollkommen richtig. Hat auch zum Vorteil, dass die haltbarer werden und weniger gefährlich für die eigene Gesundheit sind. Also von daher sind die definitiv besser geworden die letzten Jahre und wird immer weiter geforscht. Also auch da haben wir ja gerade als Polytape jetzt ein Zukunftsunternehmen akquiriert. Also die Firma CFP stellt die Produkte noch nachhaltiger her. Also da wird nur noch Wasser im Produktionsprozess für den Flex verwendet. Momentan nimmt man da noch Lösemittel, die zwar zurückgewonnen werden. Aber auch da ist bei uns das Thema Nachhaltigkeit und Unbedenklichkeit definitiv Teil des täglichen Geschäftes, ja. Jetzt waren die Folien damals natürlich, ja, ich sag mal, ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer. Sind die heute ein bisschen steifer, ein bisschen härter, ein bisschen fester geworden? Nö, Oder würde habt ich ihr das ganz nicht gut in den Griff sagen. Auch wenn gekriegt? die Weichmacher weniger sind, eine Folie muss eine gute Tragfähigkeit haben. Also ich sage ja immer, es muss ein Kompromiss sein. Es gibt ja nicht die One-and-Only-Lösung. Wir haben hier Wettbewerber, die haben viel dünnere Produkte. Könntest du jetzt sagen, im Tragekomfort, ja, super. Aber es muss ja auch schneidbar, entgitterbar sein. Also was ich sagen will, jedes Produkt ist ein Kompromiss. Aber die Folien dürfen nicht steif sein und müssen es nicht steif sein. Die sind vom Tragekomfort, gerade in der Größe, wie wir es brauchen, wunderbar. Weil du willst ja auch vorne bei deinem Spin und Speed keine kugelsichere Weste haben, sondern ein aktives, bewegliches Produkt. Richtig, ganz genau. Eine Frage kam rein, wenn man extrem stark schwitzt, lieber Baumwolle bedruckt haben oder lieber Funktion bedruckt haben? Also das hat ja von der Veredelung, also die sind nicht atmungsaktiv, die Materialien, das muss man erstmal sagen. Also Okay. die werden das jetzt nicht verbessern oder verschlechtern. Das ist eine philosophische Sache, die konnten wir früher schon nicht beantworten. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe immer die Baumwolltextilien geliebt, gibt aber auch Leute, die sagen, ich möchte mein Polyester oder mein Polyester-Mischgewebe oder Funktionskleidung haben. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Und also wichtig ist aber, dass wir Veredelungsfolien für alle Verfahren anbieten und was ihr gerne tragt. Also wenn du mich fragen würdest, bei mir könntest du immer Baumwolle verkaufen. Jetzt hast du gerade, du hast schon wieder die nächste Frage hier vorgegriffen. Du hast ja gerade gesagt, die Folien sind nicht atmungsaktiv. Ja. Würde ich denn ein atmungsaktives Shirt, wenn ich da sehr viel Flock drauf mache, würde ich das in Anführungsstrichen zerstören dann? Ja, gut, an den Stellen, wo du eine Veredelungsfolie aufbringst, wird es ja undurchlässig. Es gibt's ja, du hast ja eine filigrane Schrift vorne. Ich würde dann empfehlen,
da musst du die Message und die Funktion ein bisschen kombinieren. Würde ich mit Unterbrechungen arbeiten. Du kannst ja mit Rauten, Dreiecken, Kreisen arbeiten. Also kannst du grafisch so aufarbeiten, dass das Material sich vielleicht ein bisschen besser mit dem Textil bewegt oder ein bisschen durchlässig. Okay, also auch da wieder A, Geschmackssache beim Tragen und Ja. B, auch die Folie, ja, ist nicht atmungsaktiv, aber macht das Textil dann auch nicht kaputt. Nein, kaputt nicht. Also wir haben natürlich viele atmungsaktive Textilien, die auch veredelt werden, definitiv, ja. Wunderbar. Die halbe Stunde sehe ich gerade, ist Ja, echt schon wieder. unfassbar, unfassbar. Ist echt schon wieder rum. Die Zeit vergeht unwahrscheinlich schnell. Wann musst du denn wieder im Hotel sein? Musst du da gleich Ja, schon dein Recht? jetzt muss ich natürlich erstmal mein Portemonnaie finden. Ich schwitze noch ein bisschen, weil der hat es deponiert dann jetzt in einem Briefkasten. Wenn jetzt einer schlau war und hat es gefunden, dann bin ich aufgeschmissen. Aber ich hoffe, dass ich noch ein Zimmer kriege, sonst muss ich im Auto schlafen. Okay. Aber ich bin gute Dinge, dass ich vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde im Hotel bin. Und dann geht es, wie gesagt, weiter mit der nächsten Veranstaltung. Dann gucke ich Plotter-Expedition und muss dann so ab 10:45 noch ein paar digitale Fragen beantworten. Wunderbar. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss hier. Und zwar ist es so, kannst du was zu den Kosten sagen? Klar, mehrfarbig ist immer teurer. Es ist auch alles ein Stück weit Handarbeit. Wie sieht's aus vom Kostenfaktor her? Ja, gut, also du hast natürlich genau richtig angesprochen. Also ich kann immer nur die Folienseite beantworten. Also da gab es ja jetzt, wir haben eine Phase der brutalen Preiserhöhung, Rohstoffe werden knapper, wobei Flock und Flex stabil ist von der Lieferkette. Wir haben aber schon Erhöhungen gerade im Polyurethanbereich um 10% gehabt. Also das ist auf jeden Fall gestiegen. Müsst ihr mit Sicherheit auch an eure Kunden weitergeben. Und dann das Schwierige auch für euch in der Kalkulation ist, wie aufwendig ist das von der Grafik, ne? Also wenn einer kommt und hat schon fertig, ist für euch einfacher. Die Fläche, man kann das jetzt nicht so über den Daumen peilen, aber ihr müsst euch schon diesen riesen Aufwand schneiden, entgittern und Grafik aufbereiten, je nachdem, wie viele Teile ihr übernimmt, dann schon mit reinrechnen, weil ich weiß, es ist wirklich ein handwerkliches Ding und eine hochwertige Folie, also die soll ruhig schon mal, ja, also, aber ich kann es jetzt nicht über den Daumen sagen, wie viel es genau ist, ne? Ja, also wir sind, glaube ich, wir müssen auch nochmal durchrechnen, weil du sagst es gerade, es wird alles wahnsinnig teurer, bei euch über 10%. Tische möchte ich gar nicht drüber reden. Also macht überhaupt keinen Spaß momentan, was da Frachtkosten auf uns zukommen oder auch auf die Vereine zukommen, ist echt schwierig. Aber das ist ja wirklich so, dass im Prinzip ja wirklich jeder Verein irgendwo, auch gerade wenn noch eine gute Jugendarbeit da ist, die Kinder finden das ja einfach klasse, wenn sie, ich sage auch, wenn es nur ein einfarbiges Shirt ist, wo der Vereinsname hinten drauf ist. Das war bei dir, glaube ich, auch so. Und das hat sich, glaube ich, nicht geändert, ne? Nein, also ich finde es so wichtig, also ich finde es toll, nur weil ich jetzt Folien verkaufe. Also ich bin ein großer Fan von Individualismus und Vereinsname und Spielername fände ich toll. Oder selbe Positionsspiel, verkaufe noch ein paar Shirts mehr, dann rotieren die. Nein, finde ich edel und da sprichst du mir aus der Seele. Finde ich wichtig, dass Kinder auch sind. Und ich weiß noch selber, wie stolz ich war, wenn der Name auch von Butterfly oder Timo Boll oder. Ich habe ja das große Glück gehabt, damals als Betreuer. Ich kenne die ja noch als Kinder, so ein Dmitri Ovtcharov oder ein Paddy Baum. Ich glaube, ich habe die schönste Zeit erwischt, da groß zu werden. Und ich finde es toll, wie gesagt, wenn Brands draufstehen, wie gesagt, unsere Tischtennis-Brand Stonic oder was habt ihr? Tipa, ich bin natürlich mein ganzes Leben ewig der Firma Tipa dankbar, die mich damals auch beim Training unterstützt hat. Habe ich mit Stolz getragen? Ja, natürlich, klar. Klar. Und es ist wirklich so, der Spielername oder die Kürzel, das wird immer mehr, ne? Das ist immer mehr geworden. Früher hat es den Vereinsnamen, heute kommt noch irgendwas mit dazu. Ja, also wir wollen ja auch, wir stehen ja auch für was und das Individuelle, ja, das können wir bespielen und das finde ich aber auch wichtig. Also ich mag es heute noch. Da bin ich Kleinkind geblieben, ja. Ich finde das wichtig auch als Verein. Wirklich, ja. Okay, komm, letzte Frage. Ja. Flexman, woher kommt dein Spitzname? Ja, das ist sensationell, Sebo. Also du musst da zum Job machen, nur noch Interviews. Flexen ist echt eine lustige Sache. Die kommt nicht von uns, von Polytech. Der Andreas Fahnung, der ist Chefredakteur von dem Magazin TVP. Und der Andreas hat mich kennengelernt über viele Jahre auf Messen, wo ich auch vor vielen Menschen, und da hatte ich natürlich die Hose voll, vor hunderten Leuten
Interviews oder Schulungen gehalten habe. Und er sagte dann irgendwann, ja, Michael oder Hilde, du hast so einen Wiedererkennungswert, darf ich mal mit dir so eine Art Comicfigur probieren? Es gab erst wirklich Comiczeichnungen und hier dieses Flexman-Bild ist wirklich so entstanden. Ich hatte ein rot-weißes Shirt an. Ich habe so heute, glaube ich, extra angezogen. Okay. Hatte ich dann an im Wohnzimmer meine Tochter, damals 8 Jahre, hat die Bilder gemacht. Und dann ist über den Andreas Fahnung mit dem Magazin diese Flexman-Figur entstanden. Und ja, ich genieße es, ist schön. Also ich habe ja in der Branche echt eine hohe Popularität und werde dann manchmal auch mit Flexman angesprochen. Ja. Sensationell. Ja, ja, die Ehren, die ich im Tischtennis nicht erreichen konnte, kriege ich jetzt im Job. Ne? Die kriegst du jetzt im Job, wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du dir hier auf dem Parkplatz nochmal eine halbe Stunde, wir sind schon wieder, haben schon wieder überzogen, Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Verein hier so ein bisschen was mit an die Hand geben, dass man wirklich im Prinzip alles irgendwo ein Stück weit bedrucken oder auch beflocken kann. Und ja, es da so ein bisschen der Verein auch nach außen auftritt und da so ein bisschen auch dieses Einheitliche hat. Ne? Das spielt ja auch noch eine große Rolle. Ja, finde ich auch. Man muss ja zeigen, wo man zugehört und Zugehörigkeit und das Auftreten ist wichtig. Und ja, wenn wir da ein bisschen helfen konnten, super. Also ich freue mich auch. Vielen lieben Dank, dass ihr es möglich gemacht habt. Also mir war so eine Herzenssache, meinen Tischtennisfreunden und euch helfen zu können vielleicht ein bisschen. Wenn es Nachfragen gibt, wir zwei, dafür stehst du ja auch. Wir tauchen nicht ab. Frag den Sebo, frag den Hilde. Wir tauchen nicht ab, bleibt gesund und munter und sorry, dass es so ein Parkplatz war. Ich wäre mit euch gerne im Hotel gewesen und ja, bleibt, wie ihr seid. Bis bald, gell? Alles klar, machen wir so. Danke dir, fahr vorsichtig. Ciao, Sebo, danke dir. Mach's gut, ciao. Tschüss.